Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Surviving the Aftermath. Wir haben Besuch vom Tor und die wollen 21 Wild haben oder 16 Metall und ihr könnt das Angebot mal gerne vergessen. Ja, ja, genau. Das ist nämlich der Partybus, die uns dann abzocken und sagen, ach guck mal, hier im Bus ist ja gar nichts drin. Das lassen wir mal lieber. So. Die Spezialistin hat 65, aber die hat jetzt auch nichts einstecken, von daher kann sie meines Erachtens... Achso, wir wollten ja Strom besorgen, deswegen müssen wir auf diese Seite, ne? Dann machen wir das zuerst. Richtig, wie sieht's aus mit dem Weg zum Fischer? Oh. Oh, ganz schön eine Strecke bis da hoch, aber produziert Fisch. So, Nahrung haben wir wirklich genügend oder einiges an Nahrung. Wie weit ist es hier mit unserem Plastikmüll? Der müsste auch demnächst hier mal weg sein. Jetzt, oder? In der Runde, der eine im Plastikmüllsack. Plastik aufgebraucht. Sehr gut. So, pass auf. Dieses Feld hat keinen Ertrag an Pflanzen. Das schlachten wir jetzt mal aus. Und jetzt bauen wir uns ein großes Feld hier hin. Und dann können wir nämlich mit drei Spezialisten daran arbeiten. Das müsste dann hier... Ne, Moment, das war Quatsch. Bei Essen müsste das sein. So. Und das langt nicht, ne? Aber quer können wir es setzen. Das passt ja wie die Faust aufs Auge hier hin. Ist ja geil. Sehr gut. So, die Spezialistin reist hier rüber. Oh, das soll sie erstmal nach Synaps hier rein. Ich würde sagen, die soll erstmal nach Synaps hier rein, dann kann sie sich heilen. Wobei es unnötig ist, weil sie ja hier direkt die Sachen holen kann. Dann kann sie nach Synaps hier rein sich heilen. Genau. Kolonist ist schwer verletzt. Zementruine ist aufgebraucht. Was ist das hier? Ich hoffe, die werden da nicht verseucht. So, großes Feld fertiggestellt. Machen wir da Mais oder Kartoffeln drauf? Ich glaube, wir machen mal Mais drauf, weil dann können wir das auch zur Not zum, zum Handeln nutzen. Jemand steht am Tor. Die Sorgen einer Mutter. Eine Frau mit wettergegerbten Gesichten, abgewetzten Rucksack läuft auf das Tor zu. Habt ihr irgendwelche Medikamente? Na, eins hat man noch. Fragt sie, als ob sie in den Laden gegangen wäre. Ja, wir können zwei Medikamente, ja, sorry. Ah. Da muss ich mich auf Hausmittel verlassen, aber wir haben auch keinen Honig. Ja, Mutti, es tut mir sehr leid, aber da haben wir leider nichts für dich. Das ist... Können wir leider nicht mit dienen. So, warte mal. Ich belege gerade. Ne, es lohnt sich nicht. Da sind zu wenig Ressourcen. Hier oben sind noch zwei große Zementruinen. Da können wir vielleicht hier anfangen. Ich bewege gleich die Spezialistin. Jo. Dass wir hier so rüber gehen. Ne, dass die hier so... Zack. Dann sind die da ein bisschen schneller, wenn die da die Sachen abbauen. So, dann schauen wir doch mal. Nämlich die Betonleute. Achso, die müssen wir nochmal verlegen. Haben wir hier noch was in der Nähe? Sieht nicht gut aus. Gut, da, ja gut, wir können die da oben. Dann können die den Weg nutzen.
ziehe ich aber mal einen hier ab. Die sollten ja hoffentlich den Weg verwenden, ne? Im Moment laufen sie noch quer. Ich bin mal gespannt, wenn der Weg fertig ist, ob sie dann auch noch quer laufen. Ja. Naja, gut, der Weg war noch nicht fertig. Mal gucken, ob der Weg sozusagen die Vorgabe ist. Können wir nämlich bald hier Elektrizität nutzen. Gucken, ob die durch die Wege geführt werden. Nein. So, wie viel arbeiten denn hier? Und noch immer einen zweiten. Kolonie ist in Aufruhr, okay. Ah ja. Lass sie kämpfen. Bestrafe. Ich meine, dass da... dass da nichts... Ich lass sie kämpfen, oder? -3 Zufriedenheit, wenn sie sich schlagen. Und zwei Kolonisten verletzt. Okay, das war... Ich habe jetzt, glaube ich, schon alle Varianten gehabt. Ich habe schon einmal gesagt, dass sie sich verarzten lassen sollen oder sowas in der Art. Ich habe schon jemand bezichtigt, sozusagen, dass er der Anführende war. Sind die jetzt beide da drin? Wo ist denn der eine Verletzte? Ich hoffe, der lässt sich entsprechend versorgen. Ja, den Arzt werde ich wahrscheinlich nicht abziehen. Oder der Arzt war einer der Schläger. Das kann natürlich auch möglich sein, ne? Haben wir eigentlich noch Kinder? Ein Kind haben wir noch, okay. Das heißt aber auch, wir haben nur noch den einen Platz frei. Oder Kinder werden geboren, ne? Kann ja auch möglich sein. So, noch einmal rein und dann sollte es passen. So, jetzt nur noch einer verletzt. Du Adam? Nein. Was war das gerade? Ach, jetzt habe ich es weggeklickt. Verdammt. Schüssel. Radioaktiver Niederschlag. Da geht's. Der Himmel verwandelt sich an Strahlenblau und im giftigen Grün. Ernte, bevor alles verdirbt. Lege Vorräte von Jodtabletten an. Super, haben wir nicht. Setze zusätzliche Sanitäter ein. Okay, das ist natürlich... Wir sind gerade am Anpflanzen. Ja. Da können wir nicht viel machen. Oh ja, neue Leute und ein Spezialist. Nehmen wir an. Das nehmen wir doch gerne an. Egal, was sie haben. Was kann er denn gut? Er kann gut plündern und er kann gut forschen. Dann würde ich ihnen hier oben die restlichen Punkte holen lassen, auch wenn das vielleicht sinnlos ist. Was ist hier? Lager voll, nur wenn man ein zweites, ne? Da doch hin. Was haben wir denn hier? Zweizone verlegen. Und das Essen. Ja, da haben sie noch die drei Büsche, sehr gut. Achso, Kolonisten sind obdachlos, bauen noch Unterkünfte. Das machen wir doch. Wir haben im Moment eh nur die Notunterkünfte. Forschungspunkte 100. Warte mal, haben wir denn irgendwie bessere Unterkünfte? Nahrung, Produktion, Kolonie. Jo. Dann haben wir nämlich hier Baracken. Und da können 8 Leute rein, 14, gar kein Problem. Sehr gut. Einen Abstand. So, dann haben wir nämlich das Haus und es ist sogar stabiler als die beiden Zeltlager. So. Und dann schicken wir sie zurück mit diesen Dingern und dann können wir schon mal Strom erzeugen. Das ist schon mal ganz gut.
Medizin hatten wir ja nicht besser, ne? Nee. Gräber. 35. Zumindest am Tor. So, die Apothekerin, die gibt uns Medizin. Das können wir, glaube ich, gut gebrauchen. Jodtabletten, das war doch gegen Strahlung, ne? 6 Kleidung. Das würde ich gerne annehmen. Allein wegen der Strahlung, die jetzt kommt. Dann sind wir leider mit der Kleidung so ein bisschen, haben wir natürlich jetzt Kleidung rausgeballert, aber wenn diese Katastrophe bevorbesteht, sind wir, glaube ich, dankbar über die Jodtabletten. So, er holt hier die restlichen Punkte. Und dann können wir ihn demnächst weiterschicken. Lagerstätte ist leer. So, das Wohnhaus ist fertiggestellt. Das kann es nicht sein. Das eigentlich auch nicht. Achso, da hat einer dieser Büsche. Hm. Ziehen wir hier schon mal Straßen. Aber die scheinen die Wege wirklich zu nutzen, konsequent, ne? Gucken, ob... Ja, ist schön. So, dann bringst du die Sachen nach Hause. Dann können wir nämlich schon mal anfangen... Außerdem kannst du dich dann heilen. Dann können wir nämlich schon mal anfangen, Elektrizität aufzubauen. Und ich bin dafür... Waren die besser? Plus 14. Ja, ja, wir nehmen die. Ah, wir haben aber keine Schrauben. 2 Beton, 6 Metall, 2 Planen. Das ist plus 8. Und der Abfallrecycler, den haben wir ja auch schon, oder? Holzfällerlager. Nee, nicht Recycler. Wo war denn das? Moment mal. Nein, da wollte ich nicht hin. Produktion, Abfallrecycling. Ach, das ist das ja gar nicht. Wo ist denn diese... Das ist bei Sicherheit, ne? Die Gefahrguttechnik war das, was ich jetzt gerade dachte. Ah, da habe ich die letzte Folge ja noch nachgefragt. Okay, alles klar. Abfallrecycling, der baut ja... Ja, dann können wir den aber bauen. Der Recycler. Stopp, das ist der Recycler. Holzfäller, Förster, Sägewerk. Ich bin verwirrt. Wir haben eine Werkstatt und die kann uns Werkzeuge herstellen. Das haben wir gebaut. Und der macht nämlich aus diesen Dingern, macht uns die Schrauben. So rum. Keine Werkzeuge. Da ist direkt das Lager, dann sind die Wege nicht zu lang. So, da. Einen Abstand. Achso, können wir das überhaupt bauen? 4 von den Sicherungen. Und brauchte der Strom? Minus 12. Ha! Sie brauchen 8. Das ist ja ärgerlich. Nee, dann bauen wir doch nicht den. Dann schauen wir lieber, ob wir da noch vielleicht von diesen Komponenten bekommen können. Nee, das lohnt sich nicht. Weil wir müssten 2 Solarpanel machen, die brauchen wiederum 12 von diesen Dingern. Hm. Ich überlege gerade, wenn das auf 0 steht, ob ich nochmal schnell ernte.
Plastik. Weiß ich nicht. Finde ich jetzt nicht so prall. Sie ist noch nicht geheilt. Aha. Bald ist sie wieder frisch. 90. Warte mal noch ein bisschen. Soll es noch ein bisschen erholen. Ein seltsamer Couch-Shit an der Tür. Dann reden wir doch mal mit den seltsamen Couch. Der Mähzauberer. Nee. Nee. Das war der mit dieser Quacksalber, ne? Nee. Krankheit, meine Rezeptur ist gegen alles. Vergiss es. Ja. Ja. Antilope, Prise, Strahlenfels. Nee. Nee, lass mal. So, jetzt bei 0. 41 könnten wir jetzt ernten. Ja, ich sag ernten. Oh. Oh. Jetzt wird geerntet. Achso, ich dachte, die baut hier noch fertig an. Du denn ein bisschen besser kämpfen? 1-1. 1-1, genauso gut, aber wir müssen es probieren. Wir müssen es dann einfach probieren. So, wir setzen hier noch einen dritten ein. Die Lagerstätte ist leer. Okay, warte. Oh Gott. Dieses Draufklicken ist eine schwierige Angelegenheit. Wie sieht es denn aus? Sie kann weiter. Jo, dann würde ich sagen, scouten wir in diese Richtung ein bisschen. Nö. Da. Ja, infiziert, mein Gott. Ach du Güte. Sieht natürlich gut aus. Ein Feld voller... Alter. Jetzt werden wahrscheinlich Jodtabletten bald gebraucht. Alles verstrahlt. Naja, das war mal unser Feld, ne? Deswegen hat er auch gesagt, wir sollen mal abbauen. Ja, dann ist infiziert. Pass auf, da nicht. Wo habe ich denn eben den zweiten eingesetzt? Den ziehe ich mal ab. Wo habe ich denn eben den zweiten? Nein. Hier. Die kann ich alle abziehen. Und dann setze ich hier noch einen zweiten Mediziner ein, ne? So, der Spezialist ist einsatzbereit. Wir probieren es. Ja. Hat schon mal 3 abgezogen. Ich hoffe, der kriegt jetzt nicht... Aua. Aua. 88, ach, sehr easy. Alles gut. Bandidos, werden wir auf jeden Fall auch angreifen.
So. Charlotte ist verstrahlt. Hier ist ein... Die Bären sind aufgebraucht. Kolonisten versammeln sich. Ja, ich muss nur kurz die Arbeitszone versetzen. Ja, nehmen wir den, oder? So. So, ein Fest. Wir feiern ein Fest. 9 Fische oder 5 Wild? Wir haben 73 Wild. Ja klar, hier. Ein Fest mit Fleisch. Zufriedenheit für die Kolonie. Todesangst. Ja klar, 130. Sehr gut. Sehr gut, ein Fest mit Fleisch. Da haben wir echt viel. Ne? Ein 68, Fisch haben wir 11. So, ich hoffe mal, dass die Strahlung hier langsam dann irgendwann mal sich auch verpieselt. Oh. Das hat doch besser geklappt als erwartet. Und da gibt es Dosenfrüchte und er kann noch gut plündern. Das ist ja perfekt. Ne, forschen konnte er gut, ne? Plündern, doch, hat er auch 5. Und sie hat... 3. Naja. Verstrahlt. Ja gut, wir haben noch ein paar Tabletten. Das sollte eigentlich funktionieren. Was ich mal kurz bauen will, ist ein anderes Lager. Das Lagerhaus. Verarbeitete Ressourcen. Setzen wir hier direkt gegenüber. Lassen wir auf jeden Fall mal bauen. Oh, sie ist aber auch nicht so schlecht drauf. Ich kann aber irgendwie jetzt keinen großartigen Unterschied feststellen bei den Kämpfen, weil das war ja auch ein Teil des Schwierigkeitsgrades, zu den anderen Folgen. So, wir lassen es mal ein bisschen laufen. Wir lassen noch ein bisschen strahlen. Wir sind schon wieder am Ende einer Folge. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, denkt an den Daumen. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten verstrahlten Folge. Irgendwie sowas. Bis dahin. Tschüss.